und zieht, springt in die Leine, er bellt und mit fremden Hunden hat das auch nicht so besonders. Dabei willst du mal mit ihm ein bisschen weiter weg als nur um den eigenen Kirchturm wandern und der Urlaub steht vor der Tür und du würdest doch deinen Hund so gerne mitnehmen. Was du dabei machen kannst, das erzähle ich dir in diesem Video. Geht los! Go! DogmaTV. Wow! Herzlich willkommen zurück bei DogmaTV. Ich bin Dogma, das ist Theo und die beiden anderen stehen hinter der Kamera. Hallo! Heute sind wir nicht im Wald, nicht in der Pampa. Heute sind wir schon ein bisschen im Urlaub am Strand und wir waren auch schon baden. Und ich gebe dir 5 Tipps an die Hand, damit das mit dem Urlaub und dem Hund bei dir auch gut funktioniert. Nicht nur Urlaub, sondern dass du einfach mal mit ihm auch ein bisschen rausfahren kannst. Tipp Nummer 1. Hab keine Angst. Mach dir nicht so viele Sorgen. Überlege dir den Worst Case. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Okay, ein Hund kommt und beißt deinen eigenen Hund. Das wäre ja wohl das Schlimmste, was passieren kann. Also nur für den Kopf. Dann schau, wo fährst du hin? Wo ist da ein Tierarzt in der Nähe oder eine Tierklinik? Schreib dir die Telefonnummer auf oder speicher die schon mal in dein Handy ein und dann hast du diesen Worst Case abgehakt. Ja? Es ist unwahrscheinlich, dass es passiert. Es kann passieren, so du hast die Nummer. Mehr kannst du wirklich nicht tun. Nummer 2. Statte deinen Hund richtig aus. Wir haben jetzt ein Geschirr und eine lange Leine. Wenn es ins Wasser geht, bekommen die Hunde tatsächlich eine Flexileine, damit sie auch 10 Meter ins Wasser rennen kann. Wenn dein Rückruf funktioniert, da kannst du natürlich auch die Leinen losmachen. Das zeige ich dir jetzt. Und ein bisschen Action im Urlaub darf natürlich nicht fehlen. Zurück. Das hat doch Spaß gemacht. Und wenn du aber jetzt mal sagst, nee, hier sind so viele Leute und ich will, dass der Hund vernünftig läuft. Dann habe ich da die perfekte Leine für dich. Willst du noch was zum Gassi gehen? Kann ich dir nur eins empfehlen? Dogmaleine, oh so fein. Mach den Spaziergang zum Sonnenschein. Egal ob Pfiffi oder Rex, mit meiner Leine gibt's Hex Hex. In der Handhabung sehr leicht, auch wenn dein Hund zum Ziehen neigt. In braunem Leder, klassisch modern. Das sieht nun wirklich jeder gern. Mit der Dogmaleine, das ist doch klar. Und wieder zurück. Und wenn dir diese Leine gefällt, greif gerne zu. Tipp Nummer 4. Fahr auf keinen Fall in der Hochsaison in den Sommerurlaub. Du kannst es sowieso vergessen, mit deinem Hund den ganzen Tag am Strand rumzulümmeln. Fahr lieber in der Nebensaison. Erstens sparst du dadurch Geld, dann vermeidest du Stress für deinen Hund und such dir Orte aus, die nicht so überlagert sind. Wir sind hier heute an der Ostsee und schau dich gerne einmal um. Hier ist keine Menschenseele, weil wir diesen Ort kennen, diesen Ort lieben. Und wenn du ganz viel Glück hast, dann regnet es bei dir im Urlaub, so wie bei uns gerade. Also sprich, da ist wirklich keiner draußen. Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 5, wenn du in den Urlaub fährst natürlich und es ist eine lange Fahrt, nimm gute Leckerchen mit für die Fahrt, Kaustangen. Wenn du dich irgendwo hinsetzt, gib deinem Hund gerne eine Kaustange. Nimm immer frisches Wasser mit, weil wenn du gerade am Salzwasser unterwegs bist oder auch in den Bergen und lange Spaziergänge unternimmst, dann braucht dein Hund immer frisches Wasser. Denk daran. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinem Hund im Urlaub, mit deinem Hund mit Ablenkung. Hab nicht so viel Schiss, geh einfach mal raus, zieh die Nummer durch, hol dir eine Dogmaleine oder 1, 2, 3 wird er schon.
gefallen hat, lass gerne ein Like da, lass den Hund mal am Strand buddeln, lass ein Abo da, wenn du es auch noch nicht gemacht hast. Und in diesem Sinne würde mich freuen, wenn du gleich das nächste Video schaust mit noch mehr guten Tipps für dich. Ciao, bis DogmaTV.